dann verende ich für dich den Film. Und das passiert dann sowieso automatisch durch irgendwelche Zufälle, wo du gar nicht damit rechnest, wo ich immer wieder kriege, wo sich eins und dieses und jenes gibt. Könnte ich euch unendliche Geschichten machen. Und einer, der sich da widersetzt, der wiederholt durch dieses Nicht-Haben-Wollen immer und immer wieder, wiederholt er dieselben Probleme. Mach so eine ganz kurze Geschichte hier, viele Jahre zu gut gedacht, nimm das immer als Gleichnisse, wie wenn es in der Bibel steht. Ihr könnt es Märchengeschichten nehmen. Für mich ist es in unendlich vielen Leben so erlebt, wie du dich an vorige Woche erinnerst. Ich habe es einmal gesagt, ich kann mich an tausende von Leben, kann ich mich an Szenen erinnern, viel genauer, wie du dich an gestern, wenn ich da reinschaue in die Archive. Und ich bin du kannst es auch, wenn das freigeschalten ist, aber das ohne Reinkarnation, wenn einige sagen, wie ist das mit Reinkarnation? Ich sage, die Frage stellt sich nicht, wenn du begreifst, dass es bloß hier und jetzt gibt. Wenn die Gnade sich umformt, dann ist es sehr wohl, dass du ständig wiederholst, aber immer im Jetzt. Und das im Hintergrund ist das Konstruktprogramm, das ist unser Videospiel. Psalm 90, Vers 4, die Geburt einer Öffnung, wo 1000 Jahre, und da steht Shin Nun He im Original, das heißt wiederholen und lernen, 1000 Jahre und 1000, da steht Aleph. Wird natürlich dann Aleph, Shin Nun He, das ist aber, Aleph ist 1. Es ist praktisch hier in dieser 1 ein ständiges Wiederholen und Lernen. Die sind wie ein Dach, und dieser Dach sind wie 1000 Jahre. Und dieser Dach ist ja das Hayom, der Dach. Und Hayom heißt, interessant, heute. Yom ist der Dach und Hayom heißt der Dach, aber das ist das hebräische Wort für heute. 1000 Jahre sind heute. Stimmt irgendwie, ne? Verdammt nochmal. Ist nicht jeder Dach heute? Aber ist nicht jeder Moment, den ich heute erlebe, jetzt, merkst du schon, wenn ich mich rein fokussiere, das wird reine Physik. Plötzlich wird dieses ganze esoterische Geschwätz und religiöse Geschwätz wird zu einer Substanz, die tausendmal real ist, wie irgendein Physikbuch, die jemals Realität vorgegaukelt hat mit ihrem raumzeitlichen Denken, mit ihrer Vergangenheit. Und in einer Sprache, wo wirklich, ich sage mal, jedes vernünftige Kind ab 16, 17 Jahren reicht der Intellekt aus, das nachzuvollziehen. Das ist irre, ne? Das ist das Wunder, das ist die neue Zeit. Das sind Wunder und oberflächlich betrachtet gar keine Wunder. Auch wieder so eigenartiger Kompromiss, das sind Wunder. Ich sage mal, das Spektakuläre ist, dass es eigentlich vollkommen unspektakulär ist im ersten Moment, aber dann, was es ihnen bewirkt, unendlich spektakulär. Und jetzt ist es also diese Geschichte kurz, ohne Details, wie ich meinen Laden, haben viele dann von mir verkauft. Ich hatte ja bei mir im Laden schon dieselben moralischen Ansprüche, ohne irgendwas vom Menschensohn. Wie gesagt, ich habe bis zu meiner, wie auch immer, meines Wiedererinnerns, zeitlich gesprochen, nichts mit Kirchen oder so am Huhn gehabt. Ich war alles andere wie eine esoterische Spinne. Ich habe mich als Realist bezeichnet, mehr auf dieser materialistischen Seite, bis ich erkannt habe, dass mich die ja noch mehr naht wie Religionen Menschen nahen, durch Selberdenken. Und da hatte ich viele junge Burschen, die haben von mir Sachen verkauft. Also die habe ich dann auch finanziert und da hatte ich einen in den Landshut. Den nennen wir einfach einmal Otto, das war sein Name. Und der hat uns so einen kleinen Laden aufgemacht und was halt das Problem war, der hatte das Zeug von mir, der hatte die Geräte und was hier immer gescheitert ist, wenn einer nicht in der Lage ist, das rüberzubringen. Das war immer die Schwierigkeit, weil der Mensch, der hört, ist eine Anlage, ein Teil der Anlage. Das war hier das Grundprinzip und wenn du nicht weißt, wie du hören musst. Und da war die Metapher immer diese schönen Magic-Eye-Bilder. Ihr kennt alle diese 3D-Bilder, diese verschmierten 2D-Bilder, wo man so schillen muss, mit den Augen, wo man so schillen muss. Und das war so das Erste, wo ich Leute gezeigt habe, ob das funktioniert mit meiner Anlage, habe ich so ein Bild hingehalten. Und ihr wisst, das ist wie mit Schwangersein. Entweder sieht man oder man sieht es nicht. Und wenn ich da manche hinhalte, siehst du das und die sagen, dann sage ich, wenn du sagst, dann siehst du es nicht. Entweder siehst du es oder du siehst es nicht. Und es steht und fällt halt, wie man es rüberbringt, wie man das den Leuten zeigt und die begeistern kann. Jetzt nicht mit Gewalt wie ein Verkäufer, der was verkaufen will, weil das ist selber, das ist ein Selbst. Läufer bis zum heutigen Tag, wenn eine das haben, also die Anlagen nicht nur vom Hören sagen können, sondern das Prinzip wissen und haben, das sagt jeder Einzelne, ich kriege wieder einen Anruf, der sagt, mein Verstärker ist kaputt und der ist jetzt 25 Jahre Architekt, der Junge, der ist 25 Jahre, Udo, läuft das Ding ohne Probleme und jetzt geht das Netz da irgendwie hoch, aber wenn ich helfen kann, ich sage, ich habe nichts mehr damit zu tun, das ist für mich abgehakt seit 96. Ich sage, es muss halt schauen, ich habe ihm dann schon wieder einen Tipp gegeben, was er machen kann. Weil er sagt, ich habe jetzt einen Vorverstärker an anderen hingestellt, weil der vom Netzteil vom Vorverstärker. Er sagt, es ist unglaublich, wenn du, ich habe einen Vorverstärker an Deuern gekauft, du kannst es nicht mehr anhören. Es ist für einen normalen klingt das immer noch normal, aber es ist wirklich, wenn du, das ist so weich, das ist so unlästig, man kann das nicht beschreiben.
Es ist verbal nicht beschreibbar. Und so alle, wo sagen, das klingt toll, und ich weiß, dass auch viele, die dann im Nachhinein noch rumgebastelt haben, so unendlich weit weg von dem, was ich dann wirklich aufgestellt habe, die richtige Holofilling-Ordnung. Das ist ja der Name Holofilling, ist durch diese Ordnung entstanden. War ja vorher, ich wusste es ja nicht, das holt sich ja dann immer wieder ein. Aber zurück zum Otto, dass dieser Otto hier natürlich überhaupt keine Chance gehabt hat. Der hatte das Zeug, ich war dann zweimal unten, da war das total voll, aber wenn ich weg war, er konnte es nicht drüber bringen. Und jetzt müsst ihr immer wieder wissen, dass die Leute Markenfetisch haben. Testsieger über alles, egal was es ist, und da kommt einer mit ganz unbekannten Sachen und manche behauptet, das ist super gut und dann ist das natürlich ein Spinner. Da müssten ja alle blöd sein. Was natürlich, was ich euch jetzt sagen kann, was einfach ein Faktum ist, ich habe das letzte Jahr, wo ich im Laden war, 86 meiner Anlagen verkauft, die sind nur an Händlern gegangen und an Besitzer von High-End Studios. Und die haben die alles im Wohnzimmer stehen und keiner hat sich bei sich im Laden reingestellt. Und zwar nicht, weil die irgendwie nicht wollten oder was, und das waren alles Freunde von mir, aber das ist auch für mich voll einzusehen. Ich mache immer so ein Musterbeispiel, Pavlak in Essen. Ist ein ganz großes High-End-Studio, die richtig teure, wenn das jetzt ein Autoladen wäre, die hätten Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini. Und die für dieses gang und gäbe Anlagen zwischen 250.000 und 300.000 Mark zu verkaufen. Und da war damals, zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel die beste Lautsprecherbox, die große Infinity, hat 127.000 Mark gekostet, das Bar. Nur die Boxen. Und die entsprechende Elektronik ist sofort 200.000, 250.000 Mark die Anlage. Und er sagt ganz definitiv, wenn man hier meine Anlage für 3.600 Mark VK daneben hinstellt, ist die kaputt. Das ist wie wenn du einen Trabi vergleichst mit irgendwas. Es ist nicht vergleichbar, weil es eine ganz andere Welt ist. Wenn du echt Musik hören willst, die Schwierigkeit ist immer das Wort echt. Ich definiere das Wort echt anders. Und da geht's, wenn du egal heute noch in Läden reingehst, mit Dolby Surround, mit all dem Zeug, es klingt unheimlich toll. Es ist bloß, dass kein einziger wirklich weiß, was echt ist. Ich habe immer wieder gesagt, bei mir im Laden zu den Leuten, die Fähigkeit, das Echte, das Natürliche von was nur Schönen zu unterscheiden, von was Unnatürlichen, ist einfach nur eine Wahrnehmungsfähigkeit, die nichts mit Wissen zu tun hat. Und wo man sich irrt, und da mache ich jetzt ein ganz, ganz kleines Beispiel. Ich habe viele, viele Bilder und 3D-Bilder und solche, um den Leuten das zu verklickern, um was es geht. Aber ich mache so ein Standardbeispiel, wo ihr euch selber narrt. Jeden Tag, immer wieder. Und dasselbe ist mit echt. Ich habe bei mir so eine kleine Kunstpflanze im Raum stehen. Und jetzt, wohlgemerkt, wir reden von den 80er Jahren. Dazu kann Photoshop und kein Computer geben. Und dann bin ich extra in einen Fotoladen gegangen, in ein Fotostudio und habe diese so, hat sehr echt ausgeschaut, die Pflanze. Und jetzt geht es aber nicht um die Echtheit der Pflanze. Ich habe die fotografieren lassen, schön DIN A4 Abzug, Hochglanz. Und wenn welche zu mir gekommen sind, habe ich gesagt, pass auf, du weißt doch, du kennst in Zeitschriften diese Suchbilder, wo zwei Bilder drin sind. Und da heißt es, such in dem rechten Bild 5 Fehler. Da wurde irgendwas verändert und du hast die Fehler zu finden. Und dann drücke ich denen diese Fotografie in die Hand mit der Pflanze. Und ich sage, wenn du in 5 Minuten den Fehler findest, schenke ich dir ein Loch. Wenn ich wusste, dass es das erste Mal bei mir im Laden ist. Und dann nehmen wir die, pass auf, dann nehmen wir die Dinge und dann rastest du das Bild ab, dann zählst du die Blätter ab und du sagst, ich sag dir, jeder sagt, ich finde keinen Fehler. Und dann verrate ich den Fehler, das ist ein Fetzen Papier mit Farbe und das ist das Dreidimension. Du klingst dich in ein Schema rein, keiner findet den Fehler. Ich finde keinen Fehler, aber am besten will nicht. Obwohl, du bist dabei. Die Schwierigkeit ist, dass du den Drächer unterschlägst. Und wenn ich sage, ihr macht das jeden Tag, wenn ihr eine Zeitung aufschlagt, wenn ihr auf den Fernseher glotzt, das Erste, was Realität ist, oder wie ich so schön sage, es macht Klingelingeling, du hebst eine Plastikkiste auf, du hörst das Geräusch, hallo, ich bin's, und dann unterhältst du dich mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn oder mit deinem Mann. Nein, du unterhältst dich mit einem Plastikknochen, du unterschlägst das. Und wenn du sagst, es klingt total echt, du musst dir nur Gedanken machen, was ist jetzt da? Was ist hier und jetzt die Wirklichkeit? Ich diskutiere mit keinem materialistischen Idioten, der nicht in der Lage ist zu begreifen, was hier und jetzt die Wirklichkeit ist. Weil der ist schon in seiner Traumwelt. Mit radioaktiven Strahlen, mit einer Kugel, die sich um die Sonne herumdreht. Zeig's mir! Nicht in einem Buch, nicht auf einem Film, auf einem Computerbildschirm. Ich will es sehen. Zeig mir jetzt die Sonne. Zeig mir jetzt den Mond oder die Sterne. Und dann kannst du kommen, ja, das ist jetzt hinter der Sonne, weil das so und so. Es ist ein Konstrukt. Wenn ich dir das wegnehme, wenn ich dir das rauslösche, kannst du diese Bilder in deinem Kopf nicht mehr aufbauen. Es ist so unendlich simpel. Reine Fakten, ohne Diskussion. Und entweder ist ein Geist, jeder, der einen Hauch Geist hat, der wird jetzt sagen, stimmt,
dem zieht es den Boden unter den Füßen weg. Seine ganze Vergangenheit, alles, was er zu sein geglaubt hat, zieht es ihn unter den Füßen weg. Das ist die Ausgangsbasis für eine Neugeburt in deinem Geist. Und nur die können mir folgen. Meister, wie kann ich dir folgen? Wenn du nicht bereit bist, Frau und Kinder zu verlassen, dein jetziges Wissen und deine ganzen persönlichen Sichtweisen und Gedanken aufzugeben, kannst du mir nicht folgen. Und das heißt nicht, dass du, wenn du ein Familienvater bist, ich sage, du musst an dem Ding gar nichts verändern. Was dann viele in dem Selbstgespräch, das Requiem, heißt es ja hier dann, wenn du nicht bereit bist, Frau und Kinder zu verfolgen, in einer schönen Dichtform, wo dann hier ganz klar erklärt wird, es wird kein vernünftiger Mensch, nur weil das in solcher Bibel, in so einer religiösen Schrift drin steht, wird bereit sein, für seine persönliche Erleuchtung hier Frau und Kinder zu verlassen. Das stimmt, aber wenn er ficken will, hat er kein Problem damit. Man muss ja Prioritäten setzen. Stimmt oder stimmt? Erbärmlich, ne? Ja. Wenn man sich da mal Gedanken drüber macht. Aber das geht um die Symbolik. Wir müssen zu unserem Otto zurückkommen. Also dieser Otto hat dann total Schiffbruch gelandet finanziell. Und dann war seine Mutter, hat ja eine Vorrente einer Sparnis. Und dann hat sie ihrem Sohn, waren 70.000 Mark damals natürlich Schulden da, und dann hat sie ihrem Sohn, hat sie praktisch die Schulden, das ist gerade rausgegangen mit ihren Spargeldern, dann hat sie ja gesagt, du kriegst das Erbe vorher, und dann war er zumindest auf Null gesetzt, auf schuldenfrei. Was einmal gut ist, weil wenn du als junger Busch zur damaligen Zeit 70.000 Mark Schulden und nichts als Gegensatz, kommst du nicht mehr auf die Füße. Kommst du nicht mehr auf die Füße. Wenn ich wenigstens irgendwas noch habe, eine Wohnung oder Auto, aber wo die Miete wegfällt, aber du kommst nicht mehr auf die Füße. Und zu der Zeit ist mit dem Handy natürlich das große Geld gemacht. Der hat dann nebenher schon ein bisschen Händler, einen Handyvertrag, muss ich dir nicht sagen. Das war da richtig, die haben gesagt, du musst Handy verkaufen Verträge, weil nichts, mit nichts hat man leichter Gelder verdienen können wie mit Handy. Wo ich immer wieder sage, das ist zurzeit die Droge Nummer 1, was keiner als Droge ansieht in den ganzen Schwachsinn. Die hämmern rum auf dem Alkohol und auf Zigaretten. Dann schaust du mal wirklich, die wirkliche Droge, die absolute Entmündigung des Geistes ist Telekommunikation, ist Handy. Was die Jugendlichen sind, absolut Handysüchtig. Die sind, glaub, es ist weniger die Art an Zigarettensüchtigen, die Zigaretten wegzunehmen, wie an irgendein dinges Handy wegzunehmen. Es ist voll auf Entzug. Alles legal, immer nur Kapitalismus, Geld, Geld, und ich wette nicht einmal gegen das, sonst hätte ich es ja nicht erschaffen. Wir brauchen einen Führerschein, brauchen wir ja was man kennen muss. Auf jeden Fall, der hatte damals ein wenig so mit Handy sich noch Geschäfte gemacht, und wie es der Teufel so will, kriegt er angeboten, frage mich nicht von was für einer Telefongesellschaft, in Nürnberg in der Fußgängerzone haben sie einen neuen Job aufgemacht, und da haben sie einen Job angeboten, dass er da auch Filialleiter werden kann. Und dann muss er auf Nürnberg ziehen, vor Landshut. Und das hat ihn nicht gejuckt, weil er war damals ein ziemlich junger Bursche, Anfang 20, keine Freundin. Hat er gesagt, was soll's? Zieht er nach Nürnberg, und dann ruft er mich an und sagt, oh Udo, ich bin so unendlich glücklich, hier dieses vom Hals zu haben, nachts nicht schlafen können, wenn er einmal selbstständig war, wenn das Geld hinter vorne nicht reicht, die Schulden sich anhäufen. Und du weißt nicht, du siehst dich überhaupt nicht aus. Da geht es ja nicht einmal, dass du Zukunft machst, sondern da ist ja alles verbaut. Und jetzt verdiene ich richtig schönes Geld, sagt er, und ich gebe ja fast nichts aus, weil ich kenne da keinen und das ist nicht meins. Und das ist so ein Gefühl zu wissen, hey, ich habe Geld auf dem Konto, ich habe keine Schulden. Ich fühle mich wie neugeboren. Und dann habe ich zu ihm am Telefon gesagt, Otto, das wird dir jetzt nicht schmecken, habe ich gesagt. Du hattest ein Problem. Und das Problem, das ist wie Gnede, ist dein Geist. Und dieser Geist, dein Problem war die Form deines Geschäftes in Landshut, wo also nicht hinkaut hat, wieso auch immer. Also in den Sachen ist nicht gelingt, weil bei mir haut es auch hin, aber es ist halt zu jung, er bringt es nicht rüber, der hat diese Ausstrahlung nicht gehabt. Und jetzt hat sich dein Problem nur umgeformt. Das eigentliche Problem, was du in dieser Szene zu lernen hattest, und was für mich hochinteressant ist, solche Gespräche, ganz ohne Holofeeling und Menschensohn hatte ich damals schon. Das heißt, also die Handvoll Leute, die wir uns jetzt ausdenken können, die den Udo schon kennen, vor 30, 35 Jahren, die zu mir in den Laden gebildet sind, die werden dir alle sagen, du warst noch nie irgendein Hauch anders. Das heißt, wenn wir beim Laden wären, das, was ihr jetzt erlebt, die sind wie an meine Ohren gehängt, ich habe nichts anderes gemacht, bloß jetzt nicht mit Gott, im Prinzip nur immer erklärt, was ist. Die Augen geöffnet mit hier, mit Fotos, mit, wo ich gerade gesagt habe, mit der Pflanze, mit dem, es ist nur immer gegangen, was ist Wirklichkeit? In einem kleinen Rahmen. Auf jeden Fall, gesprochen Tschüss, da nichts mehr gehört. Es hat keine 4 Monate gedauert und der Otto ist am Telefon, total fertig. Dann sage ich, Otto, Bub, was ist denn los? Sagt er, Udo, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ich habe das Problem, ich fühle mich jetzt wieder genauso scheiße
wie im Landshut. Ich habe überhaupt keine finanziellen Probleme. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich verdiene gutes Geld. Das ist überhaupt kein Thema. Es hat sich wirklich mein Problem umgelochert. Ich habe durch dich so viel Erik, das ist das Ganze bei dir, ich habe dich so bewundert, Menschen zu beraten, dass ich das immer das Thema war, man kann ja auch Geld verdienen. Ich habe nie was gegen Geld verdienen, wie ich noch Geschäftsmann war, aber massiv was gegen Bescheißen, dass man sich das erarbeiten kann, indem man besser ist wie andere, indem man mehr berät, indem man sich mehr engagiert in einem selbstlosen Sinn. Beraten, es gibt ja keine Beratung mehr. Also wenn euch irgendjemand absolut bis hin zum Arzt, wenn ihr geht, wenn er euch vorgaukelt, dass er euch berät, spuckt er euch ins Gesicht. Und wenn irgendeiner jetzt Arzt ist, der wirklich selbstehrlich ist, dann muss er sagen, er ist in einem Zwiespalt ohne Ende, weil wenn er wirklich selbstlos berät, dann kann er den Laden zuspannen. Da werden die Maschinen ausgenutzt, du gehst zum Arzt und dann, wenn der den Vollcheck bei dir macht, meinst du, der kümmert sich um sich. Er schaut erst einmal, dass alles Mögliche ausrastet, was übrigens voll legitim ist. Ich werbe das nicht wieder dieser Struktur nicht vor. Es ist ja dort, dass du es erkennst, aber es ist so. Vor allem jetzt in den Kleinen, wie bei dir, ist es ja noch auch beim Thomas Kalbach, wo ich war in einer Landarztpraxis, kann man das im Kleinen noch machen, aber wenn du sobald du in einer Stadtpraxis, in einer Spezialpraxis bist, dann hängst du voll in dem System drin. Da ist es, es geht um Geld, beraten geht nicht. Ich krieg, sobald die Tür aufgeht und es kommt jemand rein, habe ich jemanden, und dann schaue ich möglichst viel aus diesen Kunden rauszuquetschen, egal in welcher Branche. Das ist die Welt, die du zurzeit vorgelegt bekommst, für die du nicht kannst, die du träumst und du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Die große Frage, wo ist der Geist, der dieses Spiel durchschaut und weiß, was er das Kreuzchen zu setzen hat. Nicht zu bekämpfen, nicht zu kritisieren, einfach zu erkennen und frei zu sprechen. Ich nehme alle Schuld auf mich, ich denk's aus. Aber das Ich, das ich mir jetzt als Denker denke, muss ich auch freisprechen, weil ich weiß, das kann sich ja nicht raussuchen, was es denkt. Und dann bist du in dem stillen Bereich. Auf jeden Fall das neue Problem von dem Otto, sagte, ich habe hier ja bei dir viel von Erik gelernt, was ich immer bewundert habe. Und jetzt geht es so, dass wir Auflagen haben. Ich muss am Tag 52 Verträge freischalten. Die verlangen von mir, dass ich, wenn ich am Abend mit 52 Verträgen in dem Laden habe, gibt es einen riesen Trabbel und dann ist er mittlerweile irgendwie Geschäftsführer, wo er das unter Druck hat. Und dann funktioniert das nicht, dass ich berate, wenn einer reinkommt. Also pass auf, ich mache ein schönes Beispiel, top aktuell, ich bin bei meiner LG in Österreich vorige Woche. Dann hat sie Handy und dann sage ich, LG, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, ich schaue, ich habe ja keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wie ihr Handy groß ausschaut, weil ich habe keins, also jetzt, obwohl ich technisch, ich rede jetzt nur als Udo. Und dann bin ich wieder der Technikfreak, ich muss dann immer wie ein Schauspieler, das geht nicht anders, wisst ihr, der Joker. Aber das ist jetzt normal. Normales Denken, und dann schaue ich das Handy an und sage, Elge, was hast du dir für ein Handy gekauft? Und dann sagt sie, ja, sie war in ihrem Telekom-Shop unten, also österreichisch, Tele-A oder wie die heißen, und sie sagt zu dem Verkäufer ganz klar, sie will ein ganz einfaches Handy, sie ist 66, ohne irgendeinen Schnickfack, sie will ein einfaches Handy und sie will nur telefonieren. Ja, das sowieso nicht. Pass auf, was ich jetzt ihr gesagt hätte, wenn sie mich gefragt hätte, und ich sage, es geht ja nicht einmal um die Elge, mehr kann es ja nicht machen, aber ihr Sohn, der Martin, ist ja technisch voll versiert. Ich sage, warum hat der Martin da, ich bin da gar nicht mitgekommen, warum hast du nicht den Martin gefragt oder was? Der hat dann noch einen Kopf geschüttelt, weil du heutzutage jetzt aktuell ohne Probleme für 14, 15 Euro ein Handy kaufen kannst, da ganz einfach ist. Und wenn du eine Karte kaufst, hast du 15 Euro Handy, das macht alles, was du willst und eh noch viel mehr mit einer billigen Karte. Dann hat der Mann von der österreichischen Telekom, der hat ihr ein ganz einfaches Handy verkauft für 66-Jährige mit E-Mail-Internetzugang, mit Kamera, mit Videofunktion, mit allen möglichen Schnickschnack für 349 Euro mit einem entsprechenden ganz super tollen Vertrag. Weil mit der kann man es ja machen. Obwohl sie ausdrücklich gesagt hat, ich bin 66. So viel zum Thema von Beratung. Und genau diese Situation jetzt, um auf den Otto zurückzukommen, ich muss, wenn ich einen habe, dass ich meinen Zoll erfinde. Und da bin ich mittlerweile in so einem seelischen Konflikt innerlich, dass ich mich jetzt rein psychisch fast noch beschissener fühle, wie mit meinen Geldsorgen in Landshut. Und ich sage, schau, oder, das habe ich dir sagen wollen. Weil du das Eigentliche, was du zu lernen hattest, noch nicht gelernt hast, gnädet sich dein Problem immer und immer wieder um. Wenn du einen Job hinschmeißt, du sagst, das will ich nicht, dann nimmst du dein Problem immer und immer wieder mit, bis du begreifst, um was es geht. Und das kann man auf einen Nenner bringen. Das ist auch hier, wenn du einen Job, einen Beruf hast. Ich sage, wenn es dich ankotzt, kündige doch. Aber du wirst merken, wenn du das kündigst, weil es dich ankotzt, das mag momentan wieder super sein wie beim Otto.
Es dreht sich immer und immer wieder dann hin, dass du dich irgendwann wieder genauso schlecht fühlst. Was nicht heißt, dass du nicht Nein sagen darfst. Ich sage, wenn du was durchschaut hast, ich nehme jetzt mal ein schönes Beispiel hier, den Udo, der einen super brummenden Laden hat, der 20 Jahre sein Leben war. Das war für mich eine Freude. Ich bin auf die Arbeit gegangen, du hast mir dein Geschäft immer ärger. Vor allem, wenn du importierst mit Lieferungen, mach einmal das Tier einen Container voll Lautsprecher, kriegst du und die Deppen bauen die verkehrten Hochtöner drauf. Und mit Zoll und hin und her. Und das ist, aber es ist nie substanziell. Weißt du, was ich meine? Es ist halt nur so Alltagsärger, wo der Zug hat. So, das also hier definitiv, wo ich jetzt auch, da hatte ich einen Laden, der von selbst gelaufen ist, ein Selbsttrenner, aber wo ganz einfach das Bewusstsein ist, das bin ich nicht mehr. Verstehst du, das war wie ein Kaugummi, der nicht mehr geschmeckt hat. Weil du merkst, du bist in dem täglich grüßt das Murmeltier. Und das dann rigoros aufzugeben, loszulassen, nicht weil es mich ankotzt, sondern weil ich einfach sage, das bin ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist genug. Weißt du, so die große Frage 96, ich glaube nicht, dass ich mich mit 50 nur hinstellen würde und einen 18-Jährigen am Basslautsprecher beraten, auch wenn ich gut beraten tue, aber das ist nicht der Sinn des Lebens, was da gut ist. Dass man hier loslässt, weil man sagt, ich kriege was Neues bloß, wenn ich das Alte aufgebe. Und das ist, da werdet ihr jetzt merken, ich gebe dir eine Münze und wenn du mir die, wenn ich die zurück will, gib die ohne mit der Wimper zu zucken, hören, dann kriegst du eine neue. Oder wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dann kriegst du ein vollkommen neues. Wenn du das versuchst, am Leben zu halten, verlierst du deine Seele, deine eigentliche Lebendigkeit und wirst du zum Totenmechanismus. Und wenn da viele Angst haben, es geht hier um ein rigoroses Nullsetzen. Wie war das gerade wieder mit dem ganzen Dreck rausschmeißen bei dem letzten Video? Schmeiß den ganzen Dreck raus. Wenn du im Hier und Jetzt bist, wirst du unendlich mächtig. Weil das die Freiheit ist. Die Freiheit ist jetzt. Aber da musst du rigoros dieses Hochrechnen und Zurückrechnen in die Vergangenheit. Du wirst feststellen in der Selbstbeobachtung, dass du die meiste Zeit nicht jetzt bist, sondern immer in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und das, was du dir in die Zukunft denkst, rechnest du dir selber hoch. Und wenn du dir Scheiße in die Zukunft denkst, fühlst du dich jetzt scheiße. Das ist, und es geht momentan nur, das zu beobachten, überhaupt nichts zu verändern. Weil das Verändern ist ja schon wieder ein Nicht-mehr-haben-wollen. Kaufmannsdenken ist eine riesengroße Fall, wo du überhaupt nicht rauskommst. Weißt du, Andreas, sieh das so, das ist ein Beispiel, wo du nicht kennst. Einige kennen das hier. Du denkst jetzt mal, dein ganzer Schwamminhalt, dein Intellekt, dein Programm, du bist der Computer, Software, Betriebssystem, alles, was auf dir abgespeichert ist. Das bezeichnen wir einfach mit dem Buchstaben H. Das bist du mit allem, was dazugehört. Und wenn wir das rauslöschen, dann ist es eine nackte, tote Materienmaschine, die, wo nichts geht. Dann wärst du praktisch hier nicht mehr agierfähig, ein Geist, der nicht träumen kann, der keine Bilder machen kann. Und ich komme jetzt, das läuft alles super gut, riesengroß in deinem Haar, es ist Internet, alles, was du dir ausdenken kannst, ist in deinem Haar. Es ist nur der Buchstabe H und jetzt komme ich und sage, ich will das Haar zurück, das hast du von mir. Dann erzähle ich dir diese Film, so wie ich vom Abraham hier so einen Sohn, den Isaac, zurück will, schlachte den, was natürlich schrecklich ist, aber du vertraust mir. Okay, du vertraust mir, egal was passiert, ich kann mir nichts ausrechnen. Der Jesus, der hier sagt, okay, ich sehe zwar keinen Sinn drin, aber wenn du das willst, du wirst dir dabei was denken. Du gibst mir dein Haar, in dem Moment bist du weg. Ich soll dich weg sein, in dem Moment, wo du weg bist, gibt es auch keinen Raum und keine Zeit mehr. Denk an mein 22 Uhr und 8 Uhr Beispiel. Wenn du dann wieder kommst, hast du den Eindruck, du rechnest dir vielleicht was aus, aber wenn du bewusst bist, bist du nicht weg gewesen. Weil dazwischen war ja nichts, auch kein Raum und keine Zeit. Du spreizst dich ja wieder. Durch die Haarlogik. Aber die hast du ja nicht mehr, weil wenn du mir dein Haar gibst, sehe ich, dass du mir vertraust und du kriegst dann von mir für das Haar ein Wort. Ein Wort ist ja mehr wie ein Buchstabe, nämlich das Wort Haus. Und wenn du jetzt genau hinschaust, stellst du fest, dass das, was ich dir weggenommen habe, ich dir eigentlich gar nicht weggenommen habe. Weil das H ist in dem Wort Haus drin, bloß mit den Buchstaben hast du etwas mehr und du stellst jetzt fest, dass das wesentlich mehr ist und du eigentlich nichts wegbekommen hast und irgendwie nach einer Zeit komme ich wieder und jetzt will ich dein Haus zurück. Du vertraust mir wieder, weil du gute Erfahrungen gemacht hast und dafür kriegst du von mir jetzt einen Satz, nämlich den Satz, du bist das Haus Gottes. Und wenn du jetzt genau hinschaust, ist das Wort auch wieder mit drin. Und so wächst der Geist. Und das Neue kriegst du erst einmal, wenn du das erste Mal wieder das Alte komplett aufgibst. Und dann kommt die höhere Ebene. Und da alles eins ist, ist das, was du aufgeben hast, deswegen ja nicht verloren. Es geht bloß in der höheren Ebene unter, weil wenn ich jetzt lese, du bist das Haus Gottes, wer denkt dann noch an den Buchstaben? Das heißt, wenn du auf der nächsten Ebene bist, schon beim Wort Haus, Frequenz, wer denkt da an eine R oder an eine Q? Wir jetzt beim Aufwächen, wir Holofisten, wird der Folger sagen, wir machen das schon wenn besser. Aber normal doch geht es unter. Und das ist es, wenn du nur auf der nächsten Ebene bist,
Obwohl es unheimlich wichtig ist, wird dich das Haar, das heißt das komplette Leben von den Andreas überhaupt nicht mehr interessieren. Weil durch diese neue Ebene du ganz was anderes siehst. Und so geht es immer und immer wieder. Wie ich immer wieder sage, der Tropfen, der rausgeschleudert wird mit der Gischt und jetzt glaubt er, ist was Besonderes. Dieser Tropfen sagt, hey, ich bin ja wer, aber es ist halt immer wieder auf dem Zinn, geht es dann wieder runterwärts und jetzt zieht er sich diesen großen Spiegel, diesen Wasserspiegel entgegenfallen und hat eine panische Angst, dass er sich auflöst. Und ich sage, du Depp, wenn du da reinfällst, löst du dich nicht auf, du wirst mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay? Und so ist das Spiel des Lebens. Und du wirst immer mehr merken, umso mehr dein Geist wächst, diese Liebe ohne Schmerz, dass alles immer perfekter wird. Das ist es. Es geht, macht dein Geist beweglich. Und das intellektuelle Wissen, alles, was ich hier jetzt erzähle mit Worten, genieße das in dem Moment, wo ich es zeige. Und da wirst du dann, bei, je nach Reife, schon wieder feststellen, darf ich nicht vergessen, kann ich haben, immer wieder darf ich mitschreiben, was schon, das war so. Dann kannst du nicht genießen, wisch und weg. Das ist wie wenn ich spazieren gehe. Da steht was, wie ich immer sage, mein Reh auf der Wiese, mit dem Kitz und dann sehen wir Schlangen, nicht was mit meinem Micha, der ist ja, das ist eine Wunderwelt, ich habe das noch nie gesehen, dann können wir hin, dann Dümpel, dann ist ein Dümpel, wo ich mich dann hinsetze, dann haben wir bei uns hier, wo sagt, gibt es das überhaupt noch? Du vielleicht anderthalb Meter Schlangen gesehen, die sind durch, dann hat die sich so hochgestellt, so 30 Zentimeter den Kopf rausgeschaut und lauter so Zeug und er sagt, das ist so traumhaft schön, ne? Und eine unendliche Ruhe um uns herum, ne? Die Nachasch ist ja eh hier, diese verführerische Schlange. Das sind immer die zwei Seiten. Nach Endchat ist das erste Mal ruhend. Und Chat Shin, Hash ist Sinn. Chat Shin. Ach so, Shin, sorry. Chat Shin ist das hebräische Wort. Auch Chat Waf Shin. Chat Shin ist Sinn, Gefühl und Empfinden. Interessant, der Sinus ist das Gefühl, das was du fühlst, ist diese ständigen Wechsel, wo du den Eindruck hast und das ist dein Empfinden. Wobei das Empfinden können wir wieder gleich, das M ist Am, ist die Mutter, das Mutterwissen. Und das, das ist das, was du in dir findest, Empfinden. Steckt auch das Wort empirisch. Das ist M ist immer Am, ist die Mutter. Matrix, Mader, Mäder. Jetzt ist es also dieses Chasch, ist Sinn, Gefühl und Empfinden. Das findest du in der Bibel, gleich in der Schöpfungsgeschichte, in den ersten Versen. Das ist nämlich, es ist Licht und es ist Finsternis. Die Finsternis schreibt sich nämlich Chashak, also Chash mit einem Kaff hinten. Ich spreche jetzt das einfach mal so aus. Juden werden die Haare zu Berge stehen und wir sind ja Gott sei Dank keine Juden. Wir sind ehrliche Menschen. Es ist, also dieses Chet Shin ist Sinn und Gefühl, Empfinden und Chet Shin Kaff, das ist dieses Wort Finsternis, wo es ganz am Anfang in der Bibel heißt, es ist Licht und Finsternis. Interessant, aber wir wissen ja als gebildete Menschen, dass das Kaff am Ende dein heißt, ganz offizielle Grammatik in jedem Grammatikbuch, dann heißt es ja, es ist Licht und es ist dein Sinn, dein Gefühl und dein Empfinden. Und das ist die Finsternis. Soll ich doch euch, das sind eure Schatten, die ihr projiziert in euren Kopfkinder. Ist das nicht alles unheimlich klasse, wenn man reinschaut? Und jetzt ist nochmal, wenn du dich jetzt erinnerst, wo du das erste Mal in Almener warst, hätte ich dir das alles schon sagen können, bloß ich hätte keine, wo fange ich an? Grundvoraussetzung ist, dass hier ein Geist gegenüber sitzt, der neugierig ist. Und ich sage immer wieder, es ist, denk an dieses Ohr auf der Schiefertafel. Wenn ich euch jetzt das in 2-3 Jahren erkläre, wollt ihr euch dann mit mir die nächsten 500 Millionen Jahre langweilen? Das ist, wir machen immer wieder eins drauf. Und ihr werdet euch wundern, wie das geht, aber an einer gewissen Höhe immer wieder eins drauf. Was ich lernen durfte die letzten 2000 Jahre, ist, dass Zeit eine sehr große Illusion ist. Weißt du, und da kannst du jetzt immer wieder definieren, wie du willst, wo wir das hier hatten, hier mit dem Tee. Dass der Tee immer wieder weiterfließt in die Gefäße. Ich garantiere euch, dass in eurer Traumwelt ich die einzige Person bin, die wirklich weiß, wovon ich spreche. Was nichts ändert an dieser Tasse, wo der Udo zurzeit drin ist. Es geht um den Tee. Und da ist immer wieder auch hier, man kann nichts verkaufen, wenn du was unheimlich Schönes gehst. Es geht um Mitteilen, um Schenken. Nicht um Geschäfte machen, um kaufen, um überleben wollen. Das ist ja gleich, ja, das ist nichts Dümmeres, wie das, wenn du, Geist, der du mich jetzt hörst, meinst, du müsstest um über dein Überleben kämpfen. Das ist die erste, schlimmste Form von Vergessenheit. Du kannst Erfahrungen machen, aber du musst dich reduzieren, du musst diese Rollen spielen, wie wenn du dich hinsetzt und einen Roman machst. Wie sind wir denn in der Zeit? 20 vor 6. Dann können wir uns jetzt langsam hier ausmachen, diese Gespräche, schnurken.